Was geht ab, meine Wunschkinder? Bevor wir das Video starten, habe ich etwas Besonderes für euch. Und sorry, falls ich ein bisschen weird klinge, ich bin mal wieder krank, ja. Ich habe im letzten Video ja gesagt, dass ich ein Gewinnspiel machen werde. In diesem Gewinnspiel könnt ihr einen Charm gewinnen. Dieser Charm ist etwas Besonderes, weil es auf der ganzen Welt nur 4500 Stück davon gibt. Das wäre auf die ganze Community hochgerechnet eine Seltenheit von 0,009%. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Folgt mir auf Instagram, liked das letzte Bild von mir, was ihr hier abgebildet seht, und verfasst einen Kommentar. Nach 3 Tagen werde ich dann den Gewinner anschreiben, und weil ich so gütig bin, erweitern wir das Gewinnspiel etwas. Wenn wir es in dieser Woche auf 40.000 Follower schaffen, verlose ich einen zweiten unter den Teilnehmern. Und macht euch keinen Kopf, ich habe noch ein paar und werde diese auch künftig in dem einen oder anderen Video verlosen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Aber beginnen wir einfach mal mit dem Video. Erste Frage: Wird sich Tachanka in der Pro Liga durchsetzen? Das ist eine sehr, sehr gewagte Frage und ich denke auch viel zu früh. Wir haben Tachanka noch nicht anspielen können und ich habe auch nur das gesehen, was ihr auch gesehen habt. Das Ding ist aber, dass ich tatsächlich Potenzial in Tachanka sehe, also als Plant Denial, als Timeplay oder sonst irgendwas. Er kann sogar wie Smoke auch Rotations machen, zwar nicht mit einer Schrotflinte, aber immerhin mit seinem LMG. Also zusammengefasst würde ich sagen, dass Tachanka definitiv Potenzial hat zu dem, was er natürlich vorher war. Allein auf das LMG freue ich mich sehr, wie sich das spielen lässt, wie viel Schaden das macht, wie der Rückstoß ist und all sowas. Und denkt dran, dass Tachanka nur der Anfang war. Ubisoft hat ja zugegeben oder gesagt, dass sie künftig weitere Operator reworken werden. Was hältst du vom Oregon Rework? Ist der Rework für Ranked geeignet? Okay, das war jetzt sehr oft das Wort Rework hintereinander. Es ist sehr, sehr, sehr gewagt, jetzt schon irgendetwas über die Map zu sagen. Also ich kann euch eins sagen, wenn ihr jetzt irgendjemand habt in eurem Freundeskreis, der sagt, dass der Oregon Rework scheiße ist, der hat wohl keine Ahnung. Vielleicht ja, stellt sich in Zukunft raus, dass der Oregon Rework nicht so toll ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man definitiv nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Auf den ersten Blick muss ich sagen, ich finde mich zurecht, ich finde es gut, es gibt mehr Alternativen, es gibt mehr Bombenspots, die man verteidigen kann, es gibt mehr Wege anzugreifen. Das ist aber alles, was ich bisher sagen kann, leider. Ich meine, es gibt nicht mal wirklich Default-Plan-Spots auf dieser Map, selbst die werden noch gefunden. Also um die Frage abzuschließen, Oregon war immer meine Lieblingsmap. Ich habe Oregon geliebt und habe nie wirklich einen so großen Rework erwartet. Aber ich bin tatsächlich auch zuversichtlich. Denkst du, dass auch Alibi einen Buff bekommt, wo das Hologramm die Skins übernimmt? Ihr habt gehört, ich habe ein klein wenig geschmunzelt, weil die Frage jetzt schon sehr oft dran gekommen ist, aber es gibt einen Grund, diese Frage jetzt zu beantworten. Sofern ich die Information entnehmen kann, die ich in letzter Zeit aufgeschnappt habe, besteht ja die Theorie, dass Alibis Hologramme doch etwas anders funktionieren als die von Iana. Also was das Sachen Coding angeht. Ich denke aber, dass Ubisoft tatsächlich mittlerweile auf einem guten Weg ist, das hinzubekommen, denn es kommen immer mehr Skins für Alibi raus, bald vielleicht auch irgendwann mal der Elite-Skin und naja, sie wollen ja auch irgendwo Geld machen und keiner kauft sich dann wirklich den Skin für Alibi. Außerdem sind wir an einem Punkt angekommen, wo man das mittlerweile einfach mal erwarten könnte. Hey du geile Sau, was glaubst du, welcher Operator noch alles ein Rework bekommt und wen würdest du lieber waschen, Ella oder Iana? Also zunächst Ella und welcher Operator als nächstes ein Rework bekommt, das ist ziemlich schwer. Ich hoffe mal Frost und Castle, würde ich sagen. Ich meine, Castle ist ja schon sehr lange im Gespräch, aber Frost ist auch schon sehr lange im Gespräch, wird halt nur immer ein bisschen runtergestuft in der Community. Also keiner redet über Frost. Also keiner redet darüber, dass sie mal gesagt haben, dass sie Frost reworken wollen. Aber auch hier muss man ein klein wenig differenzieren. Operator Reworks können zum Beispiel so sein wie Thatcher, das, weil Thatcher schaltet ja die meisten elektronischen Geräte jetzt nur noch aus und zerstört sie nicht. Oder es gibt komplette Reworks wie jetzt zum Beispiel Tachanka. Für Frost und Castle würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie beide ihr Gadget so behalten, wie es ist, nur dass es besser funktioniert. Sollte Clash deiner Meinung nach reworked werden oder ein komplett neuer Operator für sie reinkommen? Wer es nicht wusste, Clash wurde jetzt wieder disabled, weil es mal wieder einen Glitch mit ihr gab oder gibt. Und hier setze ich bei einer Insider-Information an, weil ich hatte in Kanada ein Interview mit einem Developer. Zunächst hat er mir einen Operator verraten, an dem sie mal gearbeitet haben, der aber nie rauskommt, aber das spare ich mir fürs nächste Fun-Fact-Video auf. Die zweite Information, die er mir gegeben hat, war, dass ein Grund war, Tachanka zu reworken, weil er unglaublich viel Ressourcen geschluckt hat. Denn auch Tachanka war sehr oft verantwortlich für Glitches, Bugs und sonst was in diesem Game. Also mussten sie immer Mitarbeiter ransetzen, um zu gucken, wie man welchen Glitch und Bug fixt. Leroy hat mir dann im Interview gesagt, dass dies tatsächlich ein Grund war, ihn zu reworken, damit man nicht mehr die ganzen Ressourcen an Tachanka verschwendet. Und Clash ist ein viel, viel größerer Fall, was Bugs und Glitches angeht. Also wieso sollte man Clash nicht auch noch reworken? Und ich denke auch, also ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann mir sehr gut vorstellen, dass das intern schon diskutiert wird. Wenn ich mir jetzt ein Clash-Rework vorstellen würde, würde ich ihr Gadget so machen, wie man jetzt zum Beispiel mobile Schilde aufstellt. Man placed also Clash Schild
irgendwo in einem Hallway und sobald sich ein Gegner nähert, wird er verlangsamt. Alter, die Idee ist sogar gar nicht mal schlecht, fällt mir gerade so auf. Es hätte tatsächlich eine neue Operator-Idee sein können. Findest du, dass Fuse ein Two-Speed sein sollte, dafür aber sein Schild weggenommen wird? Also, ich glaube nicht, dass Two-Speed und Schild so ein großes Problem ist, weil ich mein, Blitz ist ja auch ein Two-Speed und hat ein Schild. Ich habe auch früher gedacht, dass Two-Speed auf Fuse vielleicht geil wäre, nur das Problem ist, Fuse hat die zweitbeste Waffe im ganzen Game, Leute. Und ich glaube nicht, dass Two-Speed irgendetwas an seiner Pickrate machen würde. Was uns aber zur nächsten Frage bringt, Fuse Rework, da er eher unbeliebt ist weiter oben in Ranked. Ich meine, ich habe mal in irgendeinem Reddit-Beitrag gelesen, dass Fuse angeblich irgendwann durch reinforced Wände fusen kann. Ich meine, Konter gibt's genug, es gibt Kaid, es gibt Bandit, es gibt sogar ein Mute. Und man kann die Ladung auch von innen einfach zerschießen, was ich sogar ziemlich oft mache. Mag vielleicht auf den ersten Blick sehr stark klingen, aber ich denke tatsächlich, dass das ein guter Rework wäre. Und ich muss sagen, ich benutze Fuse definitiv nicht für Kills, sondern wirklich eigentlich nur, um die ganze Utility der Verteidiger zu zerstören. Ich finde die Angreiferin Iana unnötig. Was denkst du über sie? Ich finde die Idee von Iana eigentlich unglaublich krass, also wirklich sehr, sehr geil, weil es auch sehr gut funktioniert. Also ich meine, das Duplikat sieht einfach aus wie Iana. Ich habe mir das nur ein klein wenig anders vorgestellt tatsächlich. Ich habe zum Beispiel gehofft, dass man mit dem Hologramm schießen kann. Die Schüsse würden natürlich keinen Schaden machen, aber so könnte man den Gegner zum Beispiel verwirren. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf ein Hologramm von Iana treffe, weiß ich meistens, dass es ein Hologramm ist, weil die Leute einfach so stumpf reinrennen, dass man einfach davon ausgehen muss, dass es ein Hologramm ist. Ich meine, man kann in dem Hologramm nicht mal pingen, was man sogar in Drohnen kann. Die einzig positiven Aspekte von Iana sind eigentlich nur, dass Iana Movement erzwingt von den Verteidigern und somit eine gute Kombi mit Lion ist. Der zweite Aspekt ist, dass Iana im Prinzip unendlich drohen kann. Denn sonst als Verteidiger hat man zwei Drohnen. Wenn diese kaputt sind, hat man zum Beispiel in einem 1v1 am Ende weniger Chancen, weil man keine Drohne mehr hat. Da das Hologramm Ianas Gadget ist, kann sie dies immer wieder benutzen, auch wenn sie gar keine Drohnen mehr hat. Also wenn ich sie auf einer Skala von 1 bis 10 einranken müsste, würde ich sie in einer 5 einstufen. Man kann definitiv noch viel aus ihr rausholen, aber momentan ist sie halt einfach nur eine 5. Wie findest du es, dass Castle die Super Shorty bekommt oder sollte er ein komplett neues Loadout bekommen? Das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Ubisoft hat mal gesagt, dass sie niemals eine Waffe von einem Operator wegnehmen würden. Der Grund dafür war eigentlich ganz simpel, denn Ubisoft hat mal gesagt, was ist, wenn man sich einen Skin für einen Operator holt, beziehungsweise für die Waffe, die ein Operator hat, und plötzlich wird einem die Waffe weggenommen und man hat diesen Skin dann nicht mehr auf dieser Waffe drauf. Ich glaube, das Thema ist damals entstanden bei der ITA 12L von Jekyll und Mira, weil die Waffe einfach niemand spielt. Aber dass Castle jetzt die Super Shorty hat, kann ich gut nachvollziehen. So braucht man seine Kontaktgranaten nicht mehr, um Rotations zu machen, denn man hat jetzt die Ausweichmöglichkeit auf die Super Shorty dafür. Aber ich glaube nicht, dass Castle ein komplett neues Loadout braucht. Die UMP muss einfach nur ein bisschen gebufft werden. Wer denkst du hat mehr Potenzial? Iana oder Oryx? Ihr habt es eben, glaube ich, schon in der Frage davor oder in der vorletzten Frage schon gehört. Also beziehungsweise wie ich zu Iana stehe. Iana ist eine 5. In Oryx tatsächlich sehe ich deutlich mehr Potenzial und ich muss wirklich sagen, deutlich mehr Potenzial. Oryx ist ein Roamer. Jeder liebt es in diesem Spiel zu roamen. Er kann Hedges hochklettern, was immer ein Community-Wunsch war und ganz andere Laufrouten mit sich bringt. Er ist ein Hardcounter gegen Monty und hat auch noch eine unglaublich geile Waffe. Also ich sehe wirklich deutlich mehr Potenzial in Oryx als in Iana momentan. Oryx hat zum Beispiel unglaublich dickes Potenzial auf Bank. Das habe ich schon gemerkt, als ich die Operator getestet habe. Wenn man jetzt zum Beispiel Gridlock und Nomad im Gegner Team hat, decken sie meist eigentlich nur die Stairs ab. Oryx nutzt aber größtenteils die Luken und man kann definitiv nicht alle Luken auch noch abdecken. Lohnt sich der Season Pass? Also ich vertrete da immer eine spezielle Meinung und ich sage immer, es lohnt sich dann, wenn ihr denkt, dass es sich lohnt. Ich bin der Meinung, dass der Season Pass abgebaut hat, aber für mich ist es einfach unglaublich interessant, die Operator so früh wie möglich zu spielen. Ob man das und ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein Alpha Pack Boost oder ein Rabatt im Shop einfach als wertvoll sieht, dann ja, lohnt sich der Season Pass. Aber für die meisten muss ich persönlich sogar sagen, holt euch lieber den Battle Pass, weil die Leute wollen Skins, Boosts, Packs, all sowas. Und 1200 Credits sind echt wenig für sowas. Wie findest du das mit Legion, dass er genervt wurde? Ist er jetzt gut so oder muss er noch mehr geändert werden? Also von den ganzen Nerfs, die Legion abbekommen hat, finde ich nur einen gut und das ist, dass der Schaden der Gumin entfernt wurde. Also der Initial Damage ist entfernt worden. Wenn man in eine Gu tritt, bekommt man keinen Schaden mehr. Aber dass er
er jetzt selber nicht mehr sieht, wo seine Goose liegen, finde ich, ist kein wirklich guter Nerf, denn man hat eher hingehört, als dass man irgendwo hingeguckt hat. Und Legion kann trotzdem noch das und das und das und das und das. Er ist einfach immer noch stark und deswegen ist er für mich immer noch definitiv ein Bann-Kandidat. Also Leute, denkt an das Gewinnspiel auf Instagram. Instagram und mein Merch sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.